Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht mehr genau, was in diesem Recording passiert ist. Hier ist nur ein kurzer Einhorn-Clip, wo ich noch Gold war. Und dann wechsle ich zu der Einhorn, wo sie noch nicht Gold war. Wo ich sie auf Gold leveln wollte mit den Challenges, die ich langsam Nachlad-Challenges nenne. Ihr seht es hier. Eine Kugel, zwei Kugeln, drei Kugeln. Ewig langes Nachladen mit der Waffe. Der Dreiklip, das Dreiklip-Magazin, das geht noch. Aber sobald ihr die größeren Magazine habt, könnt ihr euch daran gewöhnen, dass ihr ewig lang nachladen müsst. Überhaupt bei diesen Aufgaben, das ist der größte Teil dieser Aufgabe. Ihr müsst einfach, ja, abwarten beim Nachladen. Schauen, dass ihr viele Ecken habt, wo ihr euch verstecken könnt, die Kugeln nachziehen, warten, bis die Gegner nachkommen und dann wieder Gas geben mit der Waffe. Ja, Einhorn Gold machen ist eher eine lange Nachlade-Zeitenspiel. Man muss Geduld haben, man kriegt vielleicht ein oder zwei Kills mit diesem Magazin und dann ladet man nach. Aber seht Reichweite, das ist das Beste an der Einhorn, sie hat gute Reichweite und am besten natürlich Bug und Slug, die Kombination, oder Brand hat mir sehr viel geholfen. Ihr schaut leicht aus den Ecken raus, das war ein guter Reichweitenschuss, die Longshots werden auch ziemlich schnell gehen, das ist auch der Vorteil bei der Waffe. Bei den Doppelläufigen überhaupt, wo sie jetzt gepatcht worden sind, schwächer gemacht worden sind, werden die Longshots wahrscheinlich noch schwieriger werden. Die Einhorn hat Longshot-mäßig keine Probleme. Ja, sie ist stark. Das Nachladen ist das Einzige. Das Nachladen bei dieser Waffe. Puh, es dauert einfach zu lange. Ich habe 5 oder 6 Spiele mit dieser Waffe, wo ich gut gespielt habe, aber es ist 60% Nachladezeit und wahrscheinlich 30% Skillzeit und der Rest ist blindes Herumlaufen, wie jetzt gerade. Bisschen auf der Zone herumlungern, nichts wirklich machen, das ist das Einhornleben. Eigentlich fast meine Lieblings-Shotgun. Ich habe sie jetzt auch schon auf Diamant, da ich meine Doppelläufigen gefertigt habe, die Crazy auch irgendwie fertig wurde, was sowieso die schwierigste Shotgun ist, um fertig zu bekommen. Während ich jetzt in diesem Spiel mehr so sterbe und gerade 5 Schüsse verfehlt habe. Der Typ hat Moves. Moves hat er. Das sage ich euch. Keine Ahnung, wer das war, aber interessanter Feuerspot mit dem Tisch. Aber Sterben ist sowieso drinnen, wenn man die ganzen Challenges macht, egal bei welcher Waffe. Zwischendurch die Aufsätze, die sie euch geben, sind nicht wirklich machbar. Wie gesagt, doppelläufige Longshots war schwierig. Crazy, die Kills mit Anzielen sind so ziemlich unmöglich. Die One-Shots mit der Crazy sind auch ziemlich unmöglich. Mit dieser Waffe auch ziemlich gut gegangen. Und ja, Crazy alleine hat mir die Quote versaut. Ich bin gerade auf einer 1,70er Quote. Hauptsächlich, weil die Crazy mir zu viele Probleme verursacht hat. Wenn ich Hydra Burst und Einhorn oder Doppelläufige vor dem Patch gespielt habe, bin ich sowieso ziemlich stark abgegangen. Aber nachladen, nachladen. Nachladen. Aber ja, die Einhorn hat man mal fertig machen müssen. Von der Combat Shotgun, die Kampfflinte, braucht man gar nicht reden. Die ist sowieso OP. Die einzige Waffe, die kein 10-Schuss-Magazin braucht. Die Einhorn, ja, die Einhorn würde ziemlich abgehen mit 10 Schuss. Oder ein 5-Schuss-Schnell-Nachlade-Magazin. Ja. Ich muss mich erinnern, mir ein Einhorn in dieses Thumbnail rein zu photoshoppen. Ich weiß nicht, wie ich lange Nachladezeiten reinshoppen kann, aber ich werde auf jeden Fall keine Miranda mehr reinshoppen in meine Thumbnails. Weil das Thumbnail, was ich mit der Miranda gehabt habe in Mass Effect, das eine, das zweite wurde dann nicht sofort gesensort von mir. Anscheinend Miranda nicht erlaubt im Thumbnail. Gut zu wissen. Die Hinterseite auf jeden Fall, die Vorderseite ist okay. Ah, Flammenwerferlauf haben wir hier auch. Ich habe gar nicht geschaut, ob ich den alten Dead Drop noch gehabt habe. Ich weiß, das Gameplay ist noch wieder Dead Drop, noch nicht schwächer geworden.
gemacht worden ist. Die Reichweite ist auf jeden Fall nicht genau da gewesen mit dem Flammenwerfer, aber ich glaube, das war definitiv noch mal zu alten Dead Drop Zeiten, wo durchgehend Hunde drin waren im Spiel. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt da am Dach oben ein Gegner war oder raufkommt. Ich weiß, dass man dieser Map ziemlich gut mit den Dächern herumglitschen kann oder mit den dritten Stockwerken zumindest, dass man da raufrennen kann, oben campen. Natos hat fast mal die Nuke geholt, wie er da oben gecampt worden ist. Also wie er gecampt hat. Ein anderer hat mal die Nuke geholt, wie er da oben gecampt hat. Wenn man nicht wirklich daran denkt, dass man da raufkommt. Und ich eigentlich auch nicht finde, dass man da raufkommen sollte. Ich mag sowieso nicht wirklich die Maps, wo man einen großen Highground halten kann. Nicht genau meins. Wie soll ich sie dann abbrennen? Geht gar nicht. Nö, nö. Aber wenn ihr Shotgun levelt, ist es immer am besten im Haus zu bleiben, während ich in jede Richtung Panik Feuer schieße, weil ich sowieso nichts mehr sehe und überhaupt nicht paranoid bin. Ich glaube, hier draußen sterbe ich jetzt. Als Flammenwerfer hat man mit Reichweite auch nichts zu tun. Oder ich ziehe mich wieder zurück ins Haus. Was die eindeutig klare Alternative ist. Ich glaube, ich bin jetzt bei ein Drittel Leben, kann man sagen, haben sie mir vielleicht abgezogen. Das Glas ist noch nicht ganz zerschlagen. Der ist entkommen. Oh, mehr als ein Drittel. Ich glaube, ich wurde mit Dommer Throwing Knife zerlegt. Wo er mich nicht mal gescheit getroffen hat. Ja, Wachhunde spiele ich gern. Für Shotgun denkt man sich vielleicht, dass es nicht gut ist, aber es funktioniert gut. Es lenkt die Gegner ab, während du mehr zu wie rushen kannst. Die Erfahrungen mit Bombers sind, dass man, meiner Meinung, dass ich mir zu viele Laufwege wegnehme. Wenn Teammitglieder Mörser spielen, ist es gut, weil man dann durch die Mörserstation, wo der Mörser runterschießt, durchrennen kann, Fury sprinten, in das Gegner spawnen. Mörser als Teammitglieder funktioniert gut, aber wenn man selber Shotgun spielt, ist es alles im Weg, was man runterbombt fast. Überhaupt der Bombing Run, weil man zwei oder drei Läufe hat und dann sich wahrscheinlich zwischendurch einmal selber killt, passiert öfters. Wachhund ist zwar nicht immer ganz nutzvoll, zwischendurch räumt er auch ziemlich gut ab. Kommt mir ein bisschen stärker, ich glaube, er ist ein bisschen stärker einzeln mit Leben dazu gerechnet als die anderen Hunde. Diese Reichweite war nicht gegeben für diesen Schuss. Also Wachhunde, Drohne und Flammenwerfer oder das große letzte Spionageflugzeug. Local Informants heißt es in Englisch. Mal schauen, ob ich das Knowledge zusammensuchen kann, um es ins Deutsche zu übersetzen. Lokale Spionage-Leute. Spione. Lokale Spione. Okay. Ich glaube, es heißt anders. Ja. Ich spiele die meisten Spiele lieber in Englisch, weil die englischen Synchronen, also es sind ja keine Synchronstimmen, Stimmen in Englisch. Die englischen Stimmen gefällen mir da meistens mehr. Ich spiele gerade das Horizon Playthrough und Horizon hat ziemlich gute Synchronstimmen, aber bei vielen Spielen, selbst bei Call of Duty manchmal, klingt es nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, was ich gespielt habe letztens, wo ich sofort wechseln habe müssen, aber meistens, wenn es nicht AAA ist das auch nicht so gut übersetzt worden. Außer sie haben die Finn Diesel oder Bruce Willis Synchronstimme reingeholt. Dann geht's ab. Die klingt fast besser als die englische. Überhaupt die Bruce Willis One. Die klingt richtig cool. Schweinebacken-Nummer. Meiner Meinung nach sowieso alles, was Vocal Fry in der Stimme hat und ein bisschen tiefer ist, ist sowieso badass as hell. Deswegen versuche ich selber auch ziemlich viel Vocal Fry trainieren, damit ich dann einmal die tiefere Stimme trainieren kann und rauslassen. Und Vocal Fry ist ja auch gut für die Stimme. Ich weiß gar nicht, wie man es ins Deutsche übersetzt. Ich habe, glaube ich, kein deutsches Video noch davon gesehen als in Englisch.
Ja. Kann ich auch gar nicht übersetzen, wenn man Vocal Stimme frei ist. Angebrannt? Angebrannte Stimme? Zitternde Stimme? Nee. Auch Greek genannt. Griechisch. Weiß nicht, wie der Zusammenhang laufen sollte mit dieser Übersetzung. I don't know. No clue. Ja, wir gehen langsam zum Ende zu. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Kills ich gerade habe. Ich bin ein paar Mal gestorben. So um die 15, glaube ich. 15. Versuche ein paar Weitschüsse noch rauszuholen. Ein paar Gegner abzufangen. In den Häusern. Sterbe wieder. Hole mir meine Spionage, Leute. Sehr gute Leute. Die billigeren sind nicht viel schlechter als die teuren. Wenn die teuren auch noch das Stockwerk anzeigen würden, in welchen die Gegner rumlaufen, dann wären sie noch besser. Als 12er Abschussserie, ich glaube in Black Ops 1 war es 8. Ja, gibt das für mich nicht wirklich Sinn, die einzustellen. Hat mir nicht geholfen, näher zur Nuke zu kommen, die ich noch nicht geschafft habe. Dann sehen wir hier eine wunderschöne Killcam von mir. Bin mir ganz sicher. Was sehen wir hier? Was sehen wir hier? nicht mal einen Kill. Ja, danke. Tschüss.